Montoya. Der Vertrag und die Pyrophoria müssen hier in Montoya sein. Aber wo? Die Stadt breitet sich unter einem pastellblauen Himmel vor ihnen aus und das unverkennbare Kalkweiß und Terrakotta des Imperialen La Corona leuchten entlang des schmalen Mündungsarmes des Mix. Keine Ahnung? Am Ende bist du doch keiner von uns. Okay. Doch von Beschaulichkeit keine Spur. Angst zeichnet sich auf dem Gesicht jedes Passanten ab. Sie müssen wissen, wer sie sind und was sie suchen. Aber jemanden zu finden, der mutig genug ist, sein Wissen zu teilen, gestaltet sich schwierig. Sie können herumfragen oder sich stattdessen auf ihre eigenen Augen verlassen, um Hinweise zu finden. Ist beides 10. Was habe ich denn am meisten? Ich habe von allem noch genug, dann nehme ich jetzt mal Bier. Nur einer scheint bereit zu sein, zu helfen. Das ist ein großer Flachländer. Der sanftmüßige, mütige, nicht müßig, sondern mütig. Der sanftmütige Riese schleppt dicke Taue im Hafen. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, sagt er ernst. Und mit einem Blick über die Schulter, er scheint etwas zu wissen. Ihn beruhigen mit Bier. Er seufzt tief und verdreht die Augen. Wenn sie mich nicht überzeugen können, viel Glück dabei, die davon zu überzeugen, dass sie damit aufhören, womit sie angefangen haben, sagt er und zeigt auf ein verfallenes Lagerhaus am Ende des Kais. Dann verschwindet er ohne ein Wort des Abschieds. Ihre Mannschaft schleicht geräuschlos zur Rückseite. Sie erklimmen die Mauer und finden ein offenes Fenster mit einem schweren roten Vorhang. Ein Blick hinunter zeigt eine Werkstatt zur Herstellung devotionaler Skulpturen, deren Tische umgekippt wurden und Barrikaden bilden. Nachdem sie die Kultisten ganz auf den Haupteingang konzentrieren, gelingt es ihnen, sie zu überrumpeln, bevor es zu einem ausgewachsenen Feuergefecht kommt. Dennoch verlieren sie 2 ihrer Männer. Nachdem sie die Toten geehrt haben, durchsuchen sie die Überlebenden das Lagerhaus. Sie finden keinen Vertrag, aber vom Boden starrt sie ein feuriger Oculus an, ein Traktat der Pyrophoria, eine Einladung zu einer Versammlung im Casado-Anwesen. Alter Falter. Nacht, Undead. Danke, dass du dabei warst. So, nächste. Einige Kreaturen folgen uns. Befreiung des Kraken. Ein Krake. Das Unwetter verzieht sich und enthüllt fast dicke Tentakel, so lang wie 10 Männer, die sich durch das Wasser tasten. Die Kreatur aus den Legenden bewegt sich mit vollem Tempo auf das Schiff zu. Das Monster töten 10%. Das andere war nur 2%. Die Männer schießen in wilder Panik auf das Monster. Die Kugeln tropfen wie belanglose Kieselsteine ins Wasser und vermögen dem Kraken keinen Schaden zuzusetzen. Nur seine Wut wächst weiter. Mit seinen unherschlagenen Tentakeln erwischt die Kreatur das Schiff mit voller Kraft und umschlingt alsbald das Gefährt vollständig. Fangen, Arme oder schneiden können wir nicht. Kraken bombardieren ist die einzige Möglichkeit. Für kurze Zeit sind die Kräfte zwischen Krake und Mannschaft ausgeglichen. Er ergreift das Schiff und schüttelt es durch, wobei den Matrosen einige Kanonen entrissen werden. Die verbleibende Artillerie wird ohne zu zögern abgefeuert. Sie trifft den Kraken hart und verzieht sich in die Tiefen, aus denen er gekommen war. Die Seeleute müssen nur leichte Reparaturen an den Kanonen ausführen. Na Gott sei Dank. Müssen wir leben? Ich habe schon gedacht, es geht jetzt unter. Oh, guck mal hier, ein Huhn. Und ein Mantarochen. Mantarochen könnten wir uns kaufen. Der ist cool. In die Takelage. Wenn der noch so lange drinnen bleibt. Weil der ist großes Korallenriff und wir haben schon was aus dem großen Korallenriff. Und zwar sieht man das, wenn ihr den Zoo anklickt. Hier steht großes Korallenriff. Dazu gehört die Schildkröte und der Manta. Und wenn du alle 6 Sachen voll hast, dann kriegst du einen Bonus. Hier zum Beispiel ist der Braunbär drinne. Das wäre cool, wenn wir eins davon fertig bekommen könnten. Das ist Nutztiere. 2 Nutztiere. Gucken wir mal, wie viel Nutztiere. Wo steht das? Steht noch nirgendwo. Tja, da weiß ich nicht, ob wir das machen sollten.
Es muss ja sowieso erstmal dahin fahren, bis dahin. Gibt's da bestimmt was anderes. Den Leuten geht's soweit ganz gut wieder. Wir müssen einfach leider nur warten. Es tut mir wirklich leid. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Ich mag die nicht. Ich habe leicht erhöht. 14.000 soll ich dir zahlen. Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Das glaubst du doch selber nicht. Ich könnte Handel mit dir machen, aber das steht immer unmöglich. Ach Mensch. Ich weiß nicht, warum ich mit der immer so ein miesen Verhältnis habe. Ich mache halt von der keine Aufträge, weil ich so schon relativ beschäftigt bin. Ja. Deswegen mache ich keine Aufträge. Oh, guck mal, da ist noch das Stadtfest. Denen geht's auch voll gut, die sind total happy. So. Das Schiff müsste jetzt da sein bei Madame. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich dachte, es wäre schon bei Madame Kaina. Wir schlingern ins Ungewisse. Bringen Sie Licht ins Dunkel. Pierce Haus. Der Prosperity-Vertrag muss hier sein. Das Landhaus sieht sehr modern aus, mit seinen weißen Mauern und schön anzusehenden Giebeln. Es gibt sogar eine angrenzende Orangerie, die ganz natürlich in einem ordentlichen und lieblich duftenden Ziergarten übergeht. Ein Bogen aus weißem Kies dient als Einfahrt und das Grundstück ist im typischen Kolonialstil von langen Reihen ebenfalls weißer Lattenzäunen umgeben. Wäre nicht die ungewöhnliche Höhe der Einfassung und die in regelmäßigen Abständen eingelassenen Unterstände, in denen zweifellos bewaffnete Wachen postiert sind, würde es tatsächlich wie ein gewöhnliches Anwesen aussehen. Es muss ein Plan her, wie man sich Zutritt verschaffen kann. Ich würde verstohlen vorgehen, nicht mit vollem Karacho. Zunächst läuft alles nach Plan. Ihr Eindringling klettert über den Zaun und nähert sich dem Haus. Doch plötzlich offenbart sich die Schwäche des von ihrem Kundschafter gewählten Weges, denn er findet sich in einem exponierten Teil des Gartens wieder. Wenn er länger bleibt, wird er erwischt. Wie soll er weiter verfahren? Den nächsten Wachposten ausschalten? Auf den nächsten Baum klettern und auf eine Gelegenheit warten. Ihr Kundschafter schleicht sich an und erdrosselt den Posten, der bis zum Ende keinen Laut von sich geben kann. Es riecht nach einer Verzweiflungstat, aber der Weg zur Tür ist frei. Im Vestibül begegnet ihrem Eindringling kein Widerstand, nur Grauen. Es ist ein großer offener Raum mit einer Treppe auf beiden Seiten. Die Wände schmückt eine Reihe irgendwelche Gemälde, die alle die Feuermutter Pyr darstellen. Auf einem steht sie unter einem dunklen und kosmischen Himmel, Jünger zu ihren Füßen, die jeder eine Strähne ihrer brennenden Haare halten. Das auffälligste Merkmal des Raumes ist jedoch die Kuppel in der Mitte, die von unten betrachtet zunächst konvex aussieht und einem menschlichen Auge in allen Einzelheiten nachempfunden ist. Der Oculus. Sonnenlicht fällt wie ein Nadelstich durch die Pupille auf eine ominöse, dick mit Asche bedeckte Plattform. Sie können den Vertrag nicht schnell genug finden. Bibliothek durchsuchen? Versammlungssaal durchsuchen, das Arbeitszimmer durchsuchen. Ja, Beute. Aureus-Münze. Okay.
Der Eindringling hat das Haus für sich allein. Das Arbeitszimmer ist klein und spartanisch eingerichtet. Vielleicht die Gelegenheit zur Flucht für einen abwesenden Aufseher. In diesem Fall würde man den Schreibtisch als wahrscheinlichen Aufbewahrungsort für wichtige Dokumente betrachten, doch vom Vertrag keine Spur. Bei der Durchsuchung der Schublade findet sich jedoch eine antike Goldmünze, die mitzunehmen nicht schaden kann, bevor die Suche fortgesetzt wird. Dann durchsuchen wir jetzt die Bibliothek. Welche Freude, da ist der Vertrag, na Gott sei Dank. Im Regal unter dem Buchstaben P, wie Prosperity. Hannah wird entzückt sein, denn jetzt, wo es sich in ihrem Bettsitz befindet, kann vielleicht ein Krieg verhindert werden. Und so hat sich die geringe Mühe doch noch bezahlt gemacht. Bitte geh jetzt einfach nach Hause, ich will, dass mein Schiff nicht stirbt. Mehr als bereit. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Wir haben es nicht geschafft. Schade. Dann müssen wir warten, bis die nächsten Tiere wieder da drin sind. Seien Sie unser Leitstern. Skilla and Sherry Bits. Ihre Crew versucht die Überquerung einer bösartigen Meerenge. Wie einst Odysseus entlang der Küsten Siziliens sehen sie eine starke Strömung, die dem Hauptstrom entgegenläuft. Die Stärke ist so wild, dass diese Fische mit deformierten Augen und leuchtenden Bäuchen an die Oberfläche springt. Die Kreaturen, die nicht von diesem Strudel verschluckt werden, enden aufgespießt an den spitzen Zähnen des Ufers. Wenn du sie nicht brauchst, ich sie Alter, mach mich das nicht hier. Echt an die Nieren. Furcht trübt die Messwerte der Navigatoren. Unfähig, sich zwischen mehreren möglichen Kursen zu entscheiden, die alle in einer Katastrophe enden könnten, entscheiden sie sich für eine betäubte Stille und lassen die Crew selbstständig manövrieren. Das Schiff kracht an Land in einer Explosion aus Metall und Holz, die ein Dutzend Männer über Bord und direkt in die Felsenzähne der Küste schickt. Es ist mehr Wrack als Schiff, was da der tödlichen Meerenge entgegenkommt. Oh Gott. Wir sollen noch Alter. Mehr Tote anhäufen. Ja. Ihre Mannschaft will nicht fortfahren. Ein Schwert baumelt über unseren 7%. Ich kann von Glück sagen, dass mein Schiff überhaupt wieder heil nach Hause kommt. Alter Falter, das haben wir ja voll in Sand gesetzt. Kann ich dir helfen? Also Archäologen sind manchmal, oder generell Expeditionen sind nicht so einfach. Den brauchen wir, 88.000. Der gehört zu dem hier, zu der Schildkröte. Wir beide wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus. Ich weiß, manche schlagen jetzt die Hände über den Kopf und sagen, oh mein Gott, so viel Geld für einen Kugelfisch, wie kannst du bloß? Tja, ich hab's einfach getan. Die kriegen ja wieder Geld. Ist auch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Gerade ist es nicht so toll. Und hier schleichen irgendwelche Schiffe rum. Wir bräuchten da mal wieder ein bisschen mehr Einnahmen. Jetzt sieht alles ganz ruhig aus. Was hätten unsere Großeltern wohl zu all dem gesagt? Die Waffenruhe wurde beendet. Die wollen unbedingt Bier haben. Und diese blöden Hüte, die ich nicht machen kann, weil ich hier keine Baumwolle habe. Tja, Erfolg zur See ist ein großer Moment. Nach wochenlangen Irrungen und Wirrungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie halten endlich den Prosperity-Vertrag in den Händen. Jetzt besteht die Möglichkeit, den Namen ihres Vaters reinzuwaschen und dadurch den Ausbruch eines Krieges zwischen Isabel, Samento und der Königin zu verhindern. Na Gott sei Dank. Du hast die Purpuria mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Gut gemacht. Du hast Isabel und
dem Empire einen großen Dienst erwiesen. Oh. Film, Leute, haben wir die Kampagne geschafft? Isabel Sarmento, Ihre Majestät fordert Sie auf, von der unrechtmäßigen Aneignung von Prosperity Abstand zu nehmen. Einer Insel, die keinesfalls... Hör schon auf, Archie. Ist diese winzige Flotte alles, was wir versenken müssen, um unsere Insel zurückzubekommen? Vielleicht muss gar nichts versenkt werden, Eure Majestät. Wer seid ihr, hier ungefragt das Wort zu ergreifen? Das ist eines der Gutkinder, die ich erwähnt habe. Ein wenig nassforsch, aber überraschend hilfreich. Seht, hier der Vertrag für Prosperity und das Tagebuch unseres Vaters. Die Unterschriften stimmen nicht überein. Und jetzt vergleicht es mit einem Frachtdokument unseres Onkels Edward. Er fälschte die Unterschrift, um sich als Vater auszugeben. Dann ist Edward also der Verräter. Wir haben diesen Schwachkopf nie dazu autorisiert, in unserem Namen zu verhandeln. Die Vereinbarung ist hiermit null und nichtig. Dann wurden auch wir verraten. Wir werden uns unverzüglich von Prosperity zurückziehen, Eure Majestät. Dann werden wir heute keine Schiffe mehr versenken. Nicht einmal zur Abschreckung? Ich bedauere, Eure Majestät, aber das wird nicht nötig sein. Nun, in diesem Fall erklären wir, dass Prosperity an die Gutkinder zurückgegeben wird, als Entschädigung für den Tod des Vaters und um sicherzustellen, dass Miss Sarmento sicher ist vor diesen Pyrphorien. Sie sind mehr als nur ein Ärgernis und Sie werden das hier niemals akzeptieren. Wir müssen vorsichtig sein. Sie haben recht, Isabel. Aber zuerst kehren wir nach Bright Sands zurück und stellen Onkel Edward zur Rede. Sein Spiel ist vorbei. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich so etwas wie Freiheit. Es scheint, du hast Neuigkeiten. Edward war der Grund für unseren Schmerz. Sein Gesicht zu sehen, wenn er begreift, dass wir alles wissen. Edward steckt dahinter? Er ist erbärmlich. Wie auch immer die Strafe ausfallen wird, Edwards Welt liegt schon jetzt in Scherben. Die Fackel wird weitergereicht. Kapitel 4. Mehr als Edward bereit. Ist für mich gestorben. Edward. Ich sagte doch, er ist kein unbeschriebenes Blatt. Wir werden Edward unverzüglich zur Rede stellen. Ich habe ihm so viel zu sagen. Spielstand gespeichert. Okay. In die Takelage! Dann liefern... Das ist eine Schlagzeile! Prosperity, Gott, Geschwistern vermacht. Der Krieg um Prosperity zwischen ihrer Majestät und der rebellischen Sarmento wurde verhindert. Die Gott-Geschwister finden den Beweis für Samuels Unschuld in der unbestreitbaren die Schuld ihres Onkels. Die Feierlichkeiten sind beendet. Der Schurke Edward wurde für schuldig befunden, Isabel Prosperity unrechtmäßig verkauft zu haben. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Mehr als bereit. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Dankeschön, Shadow. Kompromiss? So, jetzt müssen wir hier noch unseren Kugelfisch reinmachen. In jeder Art von Menagerie gewöhnt man sich schnell an die Rüpel. Mal unsere schönen Kugelfische. Da hinten sind sie alle. Voll cool.
Und wenn die hier nochmal auf unseren Zoo gehen, auf die Tiere, sehen wir, wir haben 2 von 6. So, dann gehen wir jetzt mal zu Edward und überbringen den Vertrag. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Hier sieht alles ganz gut aus. Außer, dass unsere Einnahmen immer weniger werden. Das müssen wir ändern. Ich weiß noch nicht, ob ich Leute aufsteigen lassen soll oder mehr Bauern machen soll. Wir haben nicht so viele davon. Hier können wir uns noch mal ein bisschen vergrößern. Wir haben auch genug Stein, dass wir gleich Steinstraßen bauen können. Willst du nur tatenlos zusehen? Was machst du hier in der Familiengruft, Edward? Willst du in Ruhe deinen Verrat genießen? Wovon redest du, mein Kind? Das hier ist ein Gespräch unter Brüdern, nicht mehr. Lügner, du bist die Verkörperung der Schande. Vom ersten Moment an wusste ich, dass du nichts als Ärger machen würdest. Genug. Du hast Prosperity an die Perforia verkauft. Du hast Vaters Unterschrift gefälscht. Du hast ihn zum Tode verurteilt. Aber jetzt wartet dein Urteil, Onkel. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. Ich sagte gerade zu eurem Vater, ich werde nie an ihn heranreichen, selbst wenn ich alles dafür hergebe. Er verstand nie den Schmerz meines Lebens in seinem Schatten. Du weißt nichts über Schmerz. Wahren Schmerz. Du kannst mir keine Angst machen. Nicht mehr, als ich ohnehin schon habe. Die Purphoria sind Teufel. Der schreckliche Pakt, den ich mit ihnen schloss, ist außer Kontrolle. Als sie Samuel ermordeten, wurde mir klar, dass sie eines Tages auch mich holen würden. An dem Tag, an dem sie dieses sterbende Reich mit Feuer und Flamme überziehen. Wieder so ein lästiger Prophet des Untergangs, Archie. Wie schrecklich langweilig. Seht nur, Ihre Majestät. Anscheinend bin ich endlich Ihrer Aufmerksamkeit würdig. Nun, zumindest vorübergehend. Mr. Edward Good, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie werden bis zu Ihrem Prozess auf Bright Sands unter Hausarrest gestellt. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Deine Schuld wird dich überdauern, Onkel. Sieh nur, was du deiner Familie angetan hast. Er wird seine Strafe bekommen. Aber Edward leidet seit dem Tag, an dem sein Bruder starb. Ihre Majestät befindet, dass Sie als Retter der neuen Welt diesen überaus bedeutenden Prozess selbst leiten sollen. Neue Befehle? Okay. Sobald er steht, wird euer Gerichtshof eine Ära des Friedens und des Wohlstands für das gesamte Königreich einleiten. Bereit machen zum Anlegen. Ja, es tut mir leid. Das war eine totale Blamage, die Expedition. Die armen Leute. Tut mir so leid. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Ja, bitte. Hehe, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Die
Gott sei Dank ist einfach das Schiff wiedergekommen. So, was soll ich jetzt hier machen? Wählen Sie Gerichtshof. Oh, guck mal da. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin Geschichte. Aber etwas sehr Böses lauert dort draußen. Es muss vernichtet werden. Nicht eine seiner Ausflüchte wird meinen Zorn besänftigen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Der warnt uns vor irgendwas. So, was brauche ich? Mehr Arbeiter. Dann machen wir doch einfach mal mehr Arbeiter. Kriegen wir hin. Müssen wir nur aufpassen. Wir müssen uns auf den Tag der Abrechnung vorbereiten. Edward war nie unser wahrer Feind. Dürfen wir unsere Dankbarkeit für eure hervorragende Arbeit zur Erhaltung des Friedens auf unserem Kontinent zum Ausdruck bringen? Die Waffenruhe wurde beendet. Wenn die immer alle durcheinander quatschen, finde ich das ganz schön anstrengend, muss ich sagen. So schnell kannst du doch gar nicht lesen, was die alles von dir wollen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bauen soll. So, jetzt müssen wir warten, bis die ganzen Leute da einziehen und mit allem versorgt sind. Dann kann ich erst weitermachen, weil sonst habe ich hier bald keine Leute mehr. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Da müssen noch Leute einziehen. Wir müssen aber erstmal die ganzen Waren hier kriegen. Und dann werden hier noch mehr Leute einziehen. Und dann kann ich erst sagen, ob ich noch mehr Leute aufsteigen lassen muss oder eben halt nicht. Deswegen einfach mal ganz kurz ein bisschen Geduld haben und warten.